Hui. Boah, Alter, das hat mich gerade dein Magen erschreckt, Alter. Dein Magen? Dein Magen hat mich gerade erschreckt. What the heck? Ach stimmt, es war ja finster, genau. Und Fleisch sollte man nie lange im Inventar haben. Weil das riecht nicht so mäßig. Logischerweise. Ja, ich habe halt einfach überhaupt kein Fleisch. Nee, null. Stoff jetzt Ich eigentlich. hatte ein bisschen was. Weil auch wenn wir hier jetzt die Bude jetzt ein bisschen noch verbessern, wir können ja das theoretische Verbesserte, können wir ja alles wieder abbauen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal an. Meine Spitzhacke nehme ich mit, die kann man noch brauchen. Okay, weil da müssen wir am Tage mal ein bisschen gucken, wie wir das vielleicht aufbauen. Ich hätte schon ein bisschen Stacheldraht. Ja, Stacheldraht ist schon geil. Oder ich sage mal Eisen für Stacheldraht. Also ich würde so Ja. Stacheldrahtzaun würde ich dann bauen. Der Zaun ist egal. Da habe ich jetzt einmal, also einen habe ich schon mal gebaut, aber den habe ich jetzt noch im Inventar drin. Mal schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir halt kommen mit den ganzen Wir brauchen Gegenständen. definitiv Viecher, deswegen habe ich mir gleich mal Pfeile gemacht. 20 Stück. Ich muss erst einmal meine Eisenpfeile noch verschießen, die ich gefunden habe. Aber ich könnte noch ein paar Holzpfeile machen, das ist nicht schlecht. Da haben wir jetzt 20 Holzpfeiler gemacht. Meine, wir haben schon ein paar Spikes vor der Haustür, ein paar Holzspikes, aber die werden nicht ausreichen. Vor allem, die greifen halt nicht bloß von vorne an, ha? Ja, die kommen von allen Seiten. Nehme ich jetzt mal an. Ist echt blöd, warum kann man hier nicht schlafen? Das ist, wäre halt zu nice. Da Holzstacheln. Bauen wir mal so fünf. Alter, sind die teuer, bist du wie? Okay, der Brennstoff reicht einfach noch für eine ganze Stunde. Ja, Alles klar. perfekt, weil ich habe das ganze Holz jetzt verbraucht. Ich habe noch 7 Holz, das knall ich noch rein. Weil sonst. Also mit der Fackel rennst du auch die ganze Zeit herum, oder? Ja. Okay, damit ihr echt nicht verbraucht. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir dann groß woanders hingehen, um dort halt dann die Butze aufzubauen. Ja, müssen wir uns halt dann einen geeigneten Ort suchen. Ah, es wird schon wieder Tag, perfekt. Gott, warum habe ich bloß noch 23 Leben? Ich habe noch 10. Holy moly. Und ich will jagen gehen, weißt du, das ist das nächste. So, 3:14 Uhr. Ich glaube, um 4 Uhr sind wir das letzte Mal raus. Das war ganz gut. Dann. Brauche halt unbedingt was zum Heilen. Hm. Und
Dafür brauche ich halt Aloe Vera Creme und die kriege ich aus Aloe Vera Pflanzen aus 4 Stück und ich habe keine Ahnung, wie man die kriegt. Die Jucke, ich probiere gleich unsere ganzen Samen zum Anbauen. Und Kannst du die einfach bloß Seeds. in die Erde stecken, oder? Keine Ahnung, werde ich jetzt rausfinden. Boah, Alter, dein Magen ist auch krank. Die Beeren kann man, soweit ich weiß, verkochen. Um bessere Sachen rauszukriegen. Alte Nahrung 6%. Ich muss. Ey, was habe ich Ja, man kann es eigentlich? einfach so anbauen. Zum Essen haben wir nicht mehr da, oder? Ich baue gerade Sachen an. Ich will wieder Farmer eine Runde. Warte mal, dann schaue ich jetzt mal, ob ich vielleicht eine Angeln machen kann, weil wir haben ja schon irgendwas Angelmäßiges in der Kiste. Ja. So, Holzstacheln. Mal gern, du kannst auch durchlaufen durch die Spikes, gell, also Vorsicht. Du nimmst ja genauso Schaden wie die Zombies. Wollte ich nur mal vorwarnen. Aber ey, weil ich jetzt glaube ich sowieso bald sterbe, ich habe das noch 13 Leben, also es geht bei mir immer Und weiter noch nach unten. 10. Ja, dann hast du irgendeine Krankheit. Wo steht denn das? Oder du hast Hunger, eins von beiden. Also Hunger habe ich 4% noch. Ja, das wird noch reichen. Ja, das ist, wenn du Krankheiten hast, ist, wenn du auf Tab gehst und dann auf den Charakter und dann Oh hast du Gott. Die ist das übel und Sterben. du hast blutigen Durchfall. Benutze Ach du Antibiotika, Scheiße. um die Krankheit zu heilen oder stirb. Ja. Ja, oder stirbt, ist natürlich auch eine Option. Das wäre Ja, dann. Antibiotika haben wir nicht. Weil das ist nämlich so teuer. Ein Schmerzmittel bringt da wahrscheinlich auch nichts. Antibiotika kriegst du aus schimmligem Brot, das haben wir nicht. Naja, 7 Stück haben wir, aber ich glaube, du hast irgendwie gemeint, Das ist zehn ein muss. anderes. Achso. Du kannst noch natürliches Antibiotika machen aus Heidelbeerpilzen, die Pflanzen, die wir eh haben, Nitratpulver, was wir auch haben. Aber wir brauchen halt Pilze und wir haben noch keine Pilze. Ja, da ich sowieso komplett Hunger habe, dann kann ich da ruhig mal sterben, weil füllt sich das Ja. vielleicht wieder ein bisschen auf. Würde ich auf alle Fälle auffüllen. Da habe ich auch bloß nur 2%. Auf alle Fälle jetzt mal nicht nach Zombies, aber nach irgendwas Essbarem. Mit meinen 10% Leben. Ich glaube, ich habe Pilze gesehen, aber was ist so eine scheiß Pflanze? Ja, ich glaube, es gibt keine Angel, ja? Shit. Vielleicht muss ich einfach mit Pfeil und Bogen mal zum See gehen. Also vor allem für den Wolf. Das wäre schon mal ein Anfang. Ein Wolf, alles klar. Ich wollte mal wissen, ob es da überhaupt Viecher gibt. Ich habe ein schimmliges Brot geleckt, mich am Arsch. Sehr schön. Brauchen wir noch 4, dann kann ich da Antibiotika machen. Also noch 3. Ich irgendwie eine Position hätte. Ah, du bist gestorben, alles klar. Mich haut einfach die Treppe runter. Alles klar. Sapradi. Auf dem Bett, beim Bett, ja, auf dem Bett. Wunderbar. Also die Steinaxt hier. Holz perfekt, danke schön.
Jungs, ich will euch da nicht lange stören. Ich hätte nur gern ein Plättrophäe, ja, alles klar, zerlegen. Brauchen wir nicht. Ich bin bei einer Tanke. Ich bin bei einer Tanke gelandet. Oh, ich hab Benzin gefunden. Ach, für deine Motorsäge, oder? Ist das noch nicht schlecht? Ja, genau. Dann setzen wir gleich einmal noch. Was bist du? Ein Buch aus Buchpistolen lesen. Rezept für Pistole freigeschalten. Jawohl, jetzt kann ich eine Pistole craften. Oh. Sehr gut. Okay, da gibt es noch Steine, da paar Steine brauchen wir nicht. Ein Schwein. Will ich haben das Schwein? Da. Alright, dann gehe ich dann mal dann dort oben, nach oben. Ich habe zum ersten Mal eigene Federn gefunden. Nice. Boah, du bist ja richtig produktiv in dem Spiel. Aber ich glaube nicht, dass ich beim letzten Mal Serverfeder irgendwie gefunden habe, weil vor unserer Butze ist ja gleich ein Nest. Ja. Nicht nur eins. Nice. Okay, da muss ich mich halt irgendwie von den Eiern dann ernähren. Passt ja schon. Aber nicht roh essen, auf alle Fälle nicht roh essen, ja. Ja, klar, ja. Oh Gott. Fucking hell. Level 6. Holy shit, da hat mich einfach mal ein Zombie überrascht. Also mehr aufpassen. Oh, ich habe auch schimmeliges Brot jetzt gefunden. Nice, zwei das Stück. So ein... Was? Da ist tatsächlich ein Schwan. Greifst du mich an? Kannst du mich von hier töten? Ich habe ein Schwein gekillt. Nice. Gott, das ist tot. Die depperte Frau ist auch tot. Hundefutter, ja, geil, Hundefutter. Soll ich gleich eine Freude haben mit dem Scheiß, da wieder nach Hause laufen? Schon mal zwei Fleischstücke, drei Fleischstücke, ein bisschen Tierfett. Oh, Alter. Benzin, perfekt, Federn. Ich hab zweimal Wildbret, zwei Tier heute. Oh shit. Ich habe einfach mal von Zombie den Kopf abgeschossen. Geil. Nice. Verdorbenes Fleisch, okay, das kannst du goldenes brauchen. Da ist meine Glasgruben-Sammlung. Noch ein Benzinfass. Noch mehr Cash. Da ist die Tür wieder versperrt, eh klar. Antibiotika! Woo! Sehr gut. Ich bin der geilste Lobby. Ja, oh, fucking hell, hey. Blei, jawohl, noch mehr Blei. Geil. Noch Glasgruben. Oh shit, da kommt ein Fetter. Tischler. Ja, so ein Bauarbeiter mit Holm. Yes, geschmiedetes Eisen habe ich. Wie nice. Geil. Ey, Alter, ich bin so schlecht mit Bogen gerade. Ich auch. Aber so komplett scheiße. Lebt er noch? Hier, jetzt. What the heck? Ein fucking Geier hat mich angegraben. Ja, ja. Ey, Alter, jetzt stirb doch. Also, tot? Du bist tot. Alter, jetzt kommt der Geier wieder. Komm näher her. Was für ein Viech. Oh Gott, ey, ich bin fast down. Ich sehe doch nichts Böses, ich doch nicht. Ey, was ist denn das für ein Viech? Weg mit dir. Alter, bin ich zu blöd, einen scheiß Viech zum Treffen, oder was?
Okay. Oh Gott. Ah. Okay, weg hier. Scheißendreck. Bin so blöd, den Hirsch zu treffen. Geht doch. Komm schnell reparieren. Komm, 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 komm. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Keine Pfeile mehr. Fuck. Was Hirsche hast Pfeile du gefunden? Ja. Nice one. Ich hab schon ein Schwein gekillt, oder? Hast du mal ein Schwein gehabt, ha? Sehr gut. Und nochmal drauf. Sehr schön. Okay, nix dabei. 16 Leben, alles klar. Soll ich sagen, ich hab 10? Alter, der fucking Geier hier war. Der hat mich fast getötet. Der muss sitzen. Der hat zwar gesessen, aber nicht hart genug. Ihr habt doch. Ach, schon wieder Zombie. Oh, der springt einfach mal, alles klar. Jawohl, da ist der Kopf gespalten worden. Spalten. Und nochmal Pfeile. Ich kann mir keine mehr machen. Mehr Holz fehlt. Da ist der Hirsch, okay, alles klar. Also Klebeband bekomme ich im Moment sehr viele. Ist das gut? Ja. Braucht man doch bestimmt. Nägel, perfekt. Wo ist der Hirsch hin? Yes! Hirsch gekillt. Hol ich mir auch wieder Holz. Warte mal, mit dem Knüppel geht das vielleicht? Ah, jawohl, das habe ich mir schon gedacht. Okay, ich muss dir dann unbedingt eine Knochenklinge machen. Weil damit geht Tiere ausweiten um einige schneller. Tiere, ich glaube, ich habe noch kein einziges Tier gefunden. Ich habe jetzt schon zwei gekillt. Nice one. Ein richtiger Mörder. Und ich habe einen weißen Hoodie für dich, falls du einen haben willst. Ein Hoodie, nice. Weiß oder gelb? Weiß. Weiß, okay. Wieso gelb? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen doof. Bei meiner Erzeugung war wohl ein bisschen Pipi mit drin. Ja, so ein bisschen Black and Yellow. Du Scheiße. Oh, Mann, das war... Duck Tape. Dietrich, hier hast du noch nicht gefunden, oder? Nee, hab ich noch nicht gefunden. Okay. Wieso hast du eine verschlossene Tür gefunden, oder was? Nee, ein Wandtresor. Oh. Alter! Moi! Der lebt immer noch! Sag mal, was ist mit dir, du Geschießener? Ich bin ein Kriecher, ich lieg da am Boden. Oder was ist denn das? Ich glaube, ich habe auch einen Wolf jetzt vor mir. Und ja, zum Glück ich habe ihn nicht angegriffen. Ja, zum Glück ist bei mir ein Zaun dazwischen. Kann ich hier hoch? Nee. Da bin ich gestorben einmal. Ich habe auf einmal 3% weniger Ausdauer und Gesundheit. Oha. Keine Ahnung warum.